Einen wunderschönen was auch immer. Der Musikarbeiter heißt Sie recht herzlich willkommen, wann immer Sie sich das auch anschauen. Heute gibt es wieder ein gesprochenes Review oder eigentlich ein Prosa-Fangedicht, weil diese Platte Corky ist fantastisch. Die berührt mich sehr, die gefällt mir sehr. Von wegen Washington DC, wo diese Band her ist, habe ich auch ein Bad Brains Label an. Das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber die Bad Brains waren für diese ganze DC-Geschichte sehr wichtig in ihrer ganzen kontroversiellen Ambivalenz und dieser dann trotzdem großartigen Musik. Corrigy sind erschienen auf Discord Records. Es spielen Amy Farina Schlagzeug und singt. Ian MacKay spielt Gitarre und singt. Und Joe Lally spielt Bass und singt. Menschen, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit Musik befassen, wissen dann auch schon, dass Ian MacKay und Amy Farina sehr lange das Duo Evans betrieben haben, wo Ian Bass, Bariton-Gitarre gespielt hat und Amy Schlagzeug im Sitzen. Tolles Konzert vor langer, langer Zeit in der Kunsthalle Exnergasse. Beim Buck ist es. Tolles Konzert, sehr, sehr tolles Konzert. Früher Beginn, sehr unmittelbar, sehr inspirierend, einmal außer aus diesem üblichen Rock, Rock-Zirkus und eigentlich auch auf einer Art fast prophetisch, wenn man sich jetzt anschaut, was beim Acoustic Tuesday zum Beispiel im Chelsea passiert oder in vielen anderen Locations, wo wir auf einmal sitzen bei einer Musik, wo jetzt auch viele Musiker und Musikerinnen die freudige Erfahrung machen, dass sie sozusagen in Orten, wo sonst die Unaufmerksamkeit wohnt, so im Chelsea eben mit der Bar stehen, Bier trinken, auf einmal durch das Sitzen, durch die Aufmerksamkeit ganz eine andere Energie ist. Doch zurück zu Corky, natürlich hört man die Evans außer, also die Band gibt es scheinbar seit 2015. Man hört natürlich auch Fugazi raus, weil Ian eine Art zu singen und zu schreiben hat und Joe Lally Bass zu spielen und die beiden waren ja bei Fugazi. Es ist aber gleichzeitig hat dieses Album schon eine neue Qualität, die noch ein bisschen schwer zu fassen ist. Es ist eine sehr zärtliche Musik, nämlich eine sehr genaue Musik, die kann schon heftig, also das rumpelt in Anführungszeichen auch schon oft und die Wut, die in dieser Musik drinsteckt oder auch die Trauer oder die Erschütterung über den Wahnsinn unserer Welt, der ja in Amerika, also in den USA wahrscheinlich nur ein bisschen deutlicher spürbar ist, weil so talentiert der Kurz beim Wahnsinn ist, gegen diesen Trump ist er eigentlich echt noch viel mehr Mangelbesetzung, selbst in dem, als er eh schon Mangelbesetzung ist. Das heißt, es ist schon eine wütende Platte, eine sehr genaue Platte, eine manchmal auch traurig melancholische Platte, glaube ich, weil ja diesem Ian MacKay und Amy und Joe, glaube ich, schon ein bisschen bewusst ist, wie die Welt denn gehen kommt oder wie wir uns denn begegnen können, damit das nicht so geschissen ist. 11 Lieder sind da, erschienen natürlich auf Discord, dem Label von Ian. Bei dem Weg auch noch eine Empfehlung des letzten Evans-Albums, The Odds, was ja eigentlich inhaltlich auch nicht so weit weg ist von dem, was das Album mit uns tut und uns erzählt. 2012 erschienen, auch schon 8 Jahre her, habe ich statusfeindlich nur auf CD. Aber trotzdem, die Musik ist großartig. Zurück zu Corrigé. Gleich das erste Lied, Clean Kill, ist natürlich ein Hit. Und dann ist auch schon das wunderschöne Stück Hard to Explain. Feels like everybody's going insane. We speak in circles, no end in sight. Neither one of us will ever be right. Your position is you want me to fix something that you said I broke in 1986. Which ist echt eine tolle, tolle Zeile. Dann gibt es auch sehr schöne Lebensberatung durchaus. Have a cup of tea. Report came in, so much damage. Damaging to lessen the damage has damaged some more. Always mixing Molotovs in solitude, trying to fix the score. What to do? Have a cup of tea. Ja, auch in einer Kaffeetrinkerstadt oder als Kaffeetrinker in Have a cup of tea. BQM, auch sehr schön. Just take a look at the look on your face. There was a book about human behavior. Turned out that none of it was true. Still, people read it cover to cover. It felt like something that they had to do. Belly full, but we're still hungry. We're eating something, but it is not food. Menu operated by algorithm leaves us wanting, but not in the mood. I'm beginning to question my motives. The current is over my head. Why do I breathe so well underwater? It's in the writing that cannot be read. Why do I breathe so well underwater? It's in the writing that cannot be read. Ein Lied namens BQM.
Auch sehr schön und sehr, sehr klar, Inauguration Day. There's some people here to see you, I don't think they agree with you. 100,000 strong, standing out in the lawn, pageantry. Pageants sind Heiden. Und so viel sich, wo auf Christentum berufen wird bei einer unmenschlichen Politik, das zeigt auf, dass wir uns sozusagen wieder zum Heidentum bekennen müssen. Sehr schön das Schlusslied, das 11. Lied von Corky, dem Album, das heißt, wie die Band es seit 2015 gibt. Es gibt ja auch die Geschichte, dass Fugazi noch einmal zumindest im Proberaum im Discord-Haus zusammengespielt hat oder sogar im Inner Ear Studio, wer weiß das schon. Auf jeden Fall dürfte da dann auch entstanden sein, dass die Evans quasi mit Joe Lally gespielt haben und dann dürften wohl erste Songs entstanden sein. Und jetzt, weil Zeit sowieso eine crazy Sache ist, kommt dieses Album. 2018 wurde auch erstmals live gespielt. Die Menschen leben ja, ich glaube, Joe Lally lebt ja in Italien, aber was weiß man. Auf jeden Fall das letzte Lied dieses wirklich großartigen und empfehlenswerten Albums, Wuda Kuda, wo ich jetzt denken muss an Hedy, Teddy, Wari, und dieser Tage endet ja, heute endet ja auch die Eintragung als Möglichkeit für das Klimavolksbegehren. Woulda, coulda, shoulda known, we are all out of water, we are out of running water, galore no more. Once there was a bounty, now there's nothing for washing the laundry, galore no more. We are out of running water, woulda, coulda, shoulda known, eon. Once there was a bounty, eon and on, woulda, coulda, shoulda known, eon. Ja, eigentlich recht trostlos, weil das kommt ja auch noch auf uns zu mit dem Wasser und die Verknappungsstrategien und die Ausbeutungsstrategien des Kapitalismus werden damit ja nicht gerechter umgehen als mit irgendetwas jemals. So gesehen, in seiner Klarheit natürlich ein Album, das viel so deutlich anspricht, dass man dann eh gleich wieder den Kopf irgendwo unter einer Decke verstecken möchte. Aber das ist ja das Tolle an Musik. Unlängst habe ich ein Gespräch mit meinem Sohn über den Blues gehabt, wo er gesagt hat, ja, aber der Blues, ich glaube, das ist so eine positive Musik. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist ja das Benennen. Über das Benennen kriegen wir diese Dinge vielleicht in den Griff und über dieses Benennen können wir dann irgendwie damit umgehen und lernen irgendwie ein bisschen wieder zu hoffen oder aus dieser Hoffnung, die wir aus der Musik ziehen, in unserem Alltag anders zu tun. Und ja, ich glaube, dass die Corry-Platten wirklich so eine gute Anregung, sich selbst ein bisschen zu hinterfragen, aber sich auch nicht so zu allein zu fühlen und vor allem mit dieser Musik mitzusingen, mitzugrooven, mitzutanzen, mit leise zu sein oder auch ganz heftig zu sein. Schwere Empfehlung, meine Damen und Herren. Corky, das Same Title heißt es dann, glaube ich, Corky Same, auf Discord Records erschienen, im verbliebenen Fachhandel zu kriegen. Der freut sich auch, bestellen Sie es nicht über irgendwelche Grossisten. Das wäre ein Widerspruch in Sicht. Jagen Sie das Album, wo immer Sie auch sind. Oder kommen Sie mal vorbei, wir haben genug Luft hier in der Wohnung, ich kann Sie dann auch vorspielen. Ich darf auch noch hinweisen, 30.06., Dienstag 30.06., der letzte Acoustic Tuesday, vorerst im Chelsea. Am 15.07., das ist ein Mittwoch, gibt es dann eine Präsentation von unserem Buch Musikarbeiter unterwegs, eine nachgereichte. Ich lese kurz, dann spiele ich mit Sibylle Käfer und Gottfried Gfährer als Freilich 3. Und Mario Lang, der die Fotos beim Buch gemacht hat, spielt mit seiner Band Hirn mit Ei, mit Vinzi Witzelsberger und Andreas Lechner, der wiederum mit seiner Band The Ghost in the Machine am Freitag, den 3.7. in eben diesem Chelsea spielt, wobei am Donnerstag, den 2.7. Freud spielen. Alle schwere Empfehlungen, wobei Freud schon ausverkauft sind, weil wir haben ja nicht so viel Platz. Für den 15.7. gibt es noch Platz, bitte sich das auch eventuell im Netz anzuschauen. Ja, weil man ja die Kapazität und so weiter und so fort. Warum? Das Chelsea ist mir halt sehr nahe. Mein Bruder bucht dort, also verzeihen Sie mir das. Es gibt auch Dinge in anderen schönen Locations wie dem Flug. Und halten Sie Ausschau, unterstützen Sie die Live-Musik. Feiern wir das Leben, feiern wir die Musikkultur und die Live-Musikkultur. Alles Liebe, alles Gute.